Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Bam, 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 bam. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Einen wunderschönen guten Abend, gute Dame. Danke für dein Arbeitslurk. Lass dich nicht aufhalten. Frohes Schaffen noch. So. Hier sollte es sein. Hier sollte es sein. Würde ich sagen, da wärmer. Vor allem, wir sind ja mit dem Auto hier durch die Prärie, durch die Pampa gekommen, ey. Wahnsinn. So. Schauen wir mal, was uns so Schönes erwartet. Wie gesagt, ich habe es nie durchgespielt. Ich kenne ein Viertel davon. Wir schauen. Ich glaube, ich könnte mein Mikro noch ein wenig runterstellen. So. Muss ich nochmal hier kurz meine... So, super. Ich glaube, so ist das besser, ne? Ja. So passt das sicherlich besser. Zack. Und so geht's auch gleich weiter. V. Spielhinweis ansehen. Finde mir. Ja, das ist ja... Sag mal, mehr oder weniger die Hauptquest, worum es hier geht. Mir erfinden... jetzt ist die Frage an euch. Wollen wir mit Raid Racing spielen oder ohne? Ich habe es probiert. Es läuft mit Raid Racing, also soweit ohne Probleme. Das liegt jetzt an euch. Wenn ihr sagt, ja, mach mal, dann machen wir Raid Racing an. Kein Problem. Hallo? Verdammt. Keiner da? Hallöchen, Popöchen, nein? Ja, ist eine Kette vorne, da kannst du rütteln, wie du willst. Das bringt da so viel wie nichts. So. So, naja, gut. Dann müssen wir mal schauen. Mikro ist okay, glaube ich. Mikro alles super. Super toll. So. Lift. Laufen. Lauf, Frost, lauf. Es ist schönstes Wetter. Warum gewittert denn das? Also der Van hat auch schon bessere Tage gehabt.
Ich finde es auch schon so toll, auch von den Pfützen her die Spiegelung. Okay. Gut, wenn euch das reicht. Silver Getters, Episode 17. Projektvorschlag: in ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. So. Schließ dich uns an. Wen? Nimm ihre Gabe an. Ja. Akzeptiere ihr Geschenk. Steht zwar hier, aber okay. Wir wollen mal nicht meckern. Wer sind wir, das zu urteilen, ob die Übersetzung stimmt, ne? Ja, Louisiana, ne? Moskitos und so. Also das ist hier an der Tagesordnung. Oh, guck mal, da ist Daddy. Hallo. Bleib stehen, du Sack. Bleib stehen. Beides gleiche Bedeutung, Gabe und Geschenk. Ja. Ja, ja, doch. Doch, könnte man sagen. Doch, stimmt schon. Also auf Englisch, okay. Achso, auf Englisch ist GIF und wie heißt denn Gabe auf Englisch? GIF ist Gabe und Geschenk, ja. Ja, eine Gabe. Ja. Heißt beides GIF, okay. Hätte ich jetzt so gar nicht gewusst. Ich glaube, der wollte einen Rehbrat machen. Aber danke, Dani. Das habe ich jetzt so nicht gewusst. Ich dachte nicht, dass GIF Gabe und Geschenk zugleich heißt. Das war jetzt gruselig. Wirklich? Meinst du? Okay. Warte. Ich weiß nicht, Dani. Kennst du Resident Evil 7 selber gespielt? Oder ist ja jetzt auch nicht mehr das jüngste Spiel, aber ich habe gedacht, zu Schocktober in meinem Motto passt das eigentlich ganz gut. Was mir noch gerade auffällt, das würde ich noch ganz fix machen. Und zwar würde ich das mal ein bisschen runterschieben, dass ich mich noch ein bisschen runterschiebe. Und ich glaube, das sieht so besser aus. Ne? Guck mal, so ist es doch viel schöner. Da passt es doch viel besser. Super. Bin ja auch eher Schissbüchse, was solche Spiele angeht. Ja, danke, Dani. Bin ich nicht der Einzige. Ne? Aber da bin ich zum Glück nicht der Einzige, aber so ein bisschen. Bin im Lock, mein Bruder. Ey, danke, Marco. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Lass dich nicht ärgern auf Arbeit. Und danke für dein Lock. Führerschein. Aus Texas. Ist das nicht unsere Frau? Das war doch. Das war's schon. Nimm das Portemonnaie mit. Komm, wir schütteln es raus. Rausschütteln. Ja. Jupp, jetzt hast du Blutlängen im Gesicht. Ist nicht schlimm, das gehört leider dazu, zu dem Ovale an der Nase und an der Unterlippe. Yes! Okay, warte, machen wir anders. Ja, die gehören leider dazu, weil das ist ein Ganzes hier. Ja, das passt schon so. Aber mit ein bisschen Blut im Gesicht, mein Gott. Alles easy. Ich würde sagen, er hat eins auf die Mütze bekommen. Ich denke auch. Ich denke auch. Stefan. So. So, guck mal. Egal. Das muss heute so. Das ist Schocktober. Ich muss auch mal ein bisschen Blut im Gesicht haben. Ich habe mich hier nur komplett aufs Spiel eingestimmt. So. Was hat er eigentlich hier verbrannt? Sag mal, fällt mir jetzt gerade das auf. Was ist denn das hier? Von mir das ganze Zeug, oder? Immer schön das Blut abschlabbern. Oh. So. Was ist denn das eigentlich schon runtergekommen? Entschuldigung, Ausdruck, aber Dreckshütte.
ist aber eine absolute bodenlose Frechheit, wo wir uns hier rumtreiben. Da wären meine guten Krokodilstiefel dreckig, also. Da wären wir. Ja, geh halt einfach zu. Ich will raus. Lass mich raus. Marco, ich hab da was für dich. Du hast was für mich? Was hast denn du für mich? Ein Kommentar. Das hier sieht man gar nicht irgendwelche. Hallo? Hallo? Danke für die Clips. Dankeschön, Zwergi, und Dankeschön, Dani. Dani, unsere Clipse. Hihi, Dankeschön. Was ist denn das für eine Dreckshütte, Alter? Oh, guck mal, haben sie extra gekocht für uns. Da, lecker Gulasch. Oh, nam, nam, nam. Das sieht noch gut Mist, aus. Mist! Es hat vielleicht einen kleinen Stich abbekommen, aber so kann man das noch essen, wenn man das heiß macht. Was haben wir hier? Ist das Mir? Kann man schlecht erkennen, ne? Ist das Mir? Okay, da brauchen wir Dietrich. Warte mal, wir haben doch da was im Inventar. Was ist denn das? Nachricht von mir. Von mir Winters. Gesendet Dienstag, 8. Juli 2017, 23:04 an Ethan Winters. Dulwe Luciana, die Baker Farm. Komm und hol mich. Okay. Ich hätte gerne mal reingeguckt. Soll es gewesen sein, das ist der Führerschein, ne? Brauchen wir den nochmal? Guck mal, den können wir uns angucken. Texas. Da ist aber nichts weiter drauf. Okay. Guck mal, Raven, die haben uns die Töpfe voll gekotzt. Tja, ich geht, da kommt mir mein Spaghetti Bolognese wieder hoch. Ach, das ist doch noch gut. Guck mal, das sieht aus wie eine Sojanka. Ist noch nicht ganz so grob durchgeleiert. Was? Hallo? Hallo. Okay. Zwergi, danke schön für deinen Raid. Vielen herzlichen... Oh, ich glaube, die wollten Broiler machen. Alter, wer rammelt denn hier rum? Habt ihr eine Maus oder was? Habt ihr euch mal das Haus angeguckt? Sei nicht so sensibel. Na. Also, machst du für den Zwergi mal einen Shoutout, bitte. Es gibt Geflügel gut durch. Oh ja. Mach Ed. Kannst du den Namen dann auch entschieden. Okay. Danke, Dani. Du lässt dein Horn mal ganz schön drin, Kollege. Danke, Zwergi. Oh, nee. Folge mir. Ficken. Also. Danke für dein Raid, Zwergi. So. Ja, also. Das reicht aber nicht für eine. Was ist da hier los, Alter? Sag mal. Habt ihr eine Macke oder was? Hat einer Bock auf Bockwurst? Ich finde das immer wieder so widerlich wie dieser. Ist mir rausgerutscht, alles gut. Ist mir immer wieder so widerlich, wie dieser Schnotter hier dran hängt, Alter. Oh, das ist... nice, jo. Aber guck mal, der Zucker ist noch gut. Und Spaghetti sind drin. Ich weiß ja nicht, wer Spaghetti in den Kühlschrank tut. Getrocknete Spaghetti, aber... Hey, wer bin ich, das zu urteilen? Die Dosen sind noch gut, das sag ich doch, oder? Also die sind noch... In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. In 2 Jahren. Was gab's denn hier? Schönes Spiegelei. Oder ein Hauch von nichts. Also für den einen oder anderen, das ist natürlich auch eine Müllentsorgung. Schmeiß den Ofen an, Müll rein, zack, verbrannt. Du musst sie nie wieder rausbringen.
Und du hast so wenig Müll danach. Die Vorhänge sind ja auch nice. Also hier die Jalousien. Oh, Alter, hör doch mal auf hier rumzurammeln. Mein Herz hängt eh schon in den Kniekehlen. Werde ich nächste Woche machen, wenn mein Beutel voll ist. Genau, ich schmeiß einfach in den Ofen, stell auf Grillmodus und dann Feuer frei. Was haben wir denn hier? Die Tür ist zu. Das ist nicht Nutella. Das ist Nichili oder wie das? Nichella. Nichila. Nicht Nutella. Sophie, einen wunderschönen und vielen Dank für deinen Follower und willkommen im Rudel. Dankeschön. Mach auch ein Video für dich, wie es ausgeht. Wenn du noch dazu kommst, okay. Und herzlich willkommen im, ja, man kann sagen, Oktober. Wie soll man sagen? Ja, das ist gerade mehr oder weniger ein kleiner Event von mir, der Schocktober. Und da gibt es erstmal nur Horror. Und ich glaube, wir werden verlängern. Da liegt einer am Bett und da guckt einer drauf. Das sieht ja. Okay. Das ist doch mir. Warum hat die nur einen Schlüppi an? Was? Sorry. Oh, hier fehlt eine Sicherung. Was, wenn du kein Zuhause mehr hast? Melde dich. Couch ist immer frei. Aber lass dein Home heile. Ja, ich denke auch, ist glaube ich besser. Oh, wenn das. Oh, stell dir mal vor, und das geht so auf die Fingerspitzen, diese. Ah, oh, diese Schmerzen. Du willst da gerade spielen. Das Ding klappt runter und dir voll auf die Fingernägel oben drauf. Oh, wisst ihr, wie das wehtut? Hier gibt es Süßes, Saures und volle Hosen. Vollgeschissene Hosen, das kannst du aber wissen. Ich versuche mich mit dem Geigel auch gerade ein bisschen abzulenken. Oh, Fingerschmerzen gehen zu Herzen. Ja. Oh, was ist hier? Eine Zelle. Dass da nie was draufsteht auf den Bildern. Einfach nur Bilder von einer Zelle und steht nichts drauf. Hallo? Hier gibt's Ameisen-TV. Hier kommt eine Kassette rein. Hm, wer hätte es gedacht? Guck mal, da ist die Black Pearl. Nice. Da geht das Küsschen raus. Das sind wohl die Eigentümer. Ja, da sahen sie noch happy aus. Guck mal. Da hat die Mutter noch gelacht. Na gut, der Vater guckt immer krummelig. Die haben bestimmt Fernsehen geguckt. Da war das noch neu. Ja, sorry, ich weiß, dass das ein Hebel ist. Wie gesagt, ich habe schon ein Stückchen gespielt. Es ist halt schön, dass immer alles dunkel ist. Das ist toll, ne? Lagenparty. Und natürlich, es geht wieder runter. Es kann ja nie hochgehen. Ne? Nein, es ist halt. Oh, das ist voll auf dem Rücken. Oh, ich weiß, was die Arme so oft tagelang für Rückenschmerzen haben. Verdammt! Toll, ein Keller. Genau da nicht. Toll, oder? Toll. Keller. Es muss halt wieder ein Keller sein. Wie gesagt, das Overlay bleibt nicht. Das ist jetzt nur ein Overlay bei mir für den Schocktober. Ne? Also es kommt das alte Overlay wieder rein. Das ist mein Darkroom. Schon wieder. Zwerge, du hast aber einige Darkrooms. Ich will gar nicht wissen, was du hobbymäßig machst neben dem Stream. Keller ausbauen ist günstiger als der Dachboden. Ist das so? Ja. Ja, vor allem schön, dass ja die Sotte drin steht. Also Spiegelungen sind ja schon mal ganz nice, ne? Na gut, wir haben es ja auch auf Episch stehen, so ist ja nicht. Hättest du mal durchfegen können, wenn wir uns das anschauen, Zwerge? Ja, schade. Ich dachte, du wärst jetzt bei den roten Händen unter Vertrag. Nein. Oh, da war bestimmt jetzt einer auf Toilette und jetzt haben die Rohre geblubbert. Der hat bestimmt von Toilette ausgezogen.
Hi. Bonnie, du hast da was im Gesicht. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, du solltest mal zum Arzt. Du, Even, das wäre verdammt cool, wenn du hier durchlaufen könntest. Danke. Lass mal die Leiche Leiche sein. Auch vor allem, da ist das hier Leichenwasser. Oh, nimm ja keinen Schluck, da geht's dir richtig dreckig. Dann hast du deine besten Zeiten, glaube ich, erlebt. Der sieht nicht mehr taufrisch aus. Nee. Nee, Dani, der ist nicht mehr so. Aber er hat gelächelt, oder? Hm? Oh, ein bisschen Gesichtsmaske, Make-up und dann sieht er wieder aus wie das blühende Leben. Ich denke auch. Alter, mein Herz, hast du eine Macke? Spinnt ihr eine Runde? Alter. Sowas um über 7.1 zu hören, ist echt alter Verwalter, ey. Mia? Ja! Steh auf, Junge, hör auf zu pennen! Ben tot. Harold gewandelt. Arthur gewandelt. Tamara gewandelt. Was ist sie gewandelt? Probier mal einen Saft. Leiche noch frisch, ein, zwei Tage. Sind die knackig? Ist sie etwas älter? Sie ein bisschen. Oh, okay. Okay. Worte zum Zombie. Ja, ich glaub's auch. Trev ist auch gewandelt. Vor allem. Heißt das Clancy? Ja, Clancy, ne? Warum steht da L? Das ist ein L. Das ist ein L. Gute Bolzenschneider. Das habe ich auch immer in meiner Hosentasche. Lebendig vielleicht. Ja, das könnte sein, Daniel. Lebendig, das könnte sein. Oder einfach lebend, ne? Steh auf, hör auf zu pennen, Junge. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab Och. Ich. Ja, was denn? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wohin führst so du mich? Atmosphärisch ist das ja schon mal zu einem sicheren nice, ne? Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Nein. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Mhm. Wirklich schon 3 Jahre? Mhm. Also, Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Bei der Umgebung und den Hygienezuständen sieht's noch recht frisch und ansprechend aus. Alter, stell mir nicht so ins Ohr. Wenn du am Blut gehst, kommt das FBI. Oh Gott. Okay. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Dann ein paar Schuhe dabei sind, die mir passen, aber das sind immer verschiedene Paare. Oh. Also das Mauerwerk sieht ja auch absolut fantastisch aus. Also mauern können sie, ne? Also Kerzen gerade, wenn ich die Wasserwaage dran halte.
Pass, würde ich sagen. Ich hätte es abgenommen. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Geräusch, Alter. Dort. Dort ist es. Weiß. Hier ist es. Was denn? Es ist da. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Hey, bleib cool. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Was? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Das Waschbecken ist so groß, da kannst du dich reinsetzen und baden, Alter. Was haben wir hier? E-001. Oh. Ja. Yeah. Nun gut. Vor allem E-001, ob das noch relevant ist? Das hier ist eine Mia-Puppe, ja. Ich will nur gucken, nicht, dass irgendwo Zahlen draufstehen auf den Füßen. Ne. Okay. Eine Puppe. Was ist das für eine Puppe? Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Was? Mia? Na. Na, alles klar, Mia. Ich verstehe, du musst jetzt mal kurz auf Toilette. Ich warte draußen auf dich, ne? Alles klar, bis dann. Hey, wir kommen aus dem Keller. Na. Oh, natürlich muss es pissen. Na klar. Okay. Gewitter. Leitung tot. Ach ja, das überrascht mich gerade ungemein. Alles muss pissen wie die Sau da draußen. Naja, gut. Ist jetzt ja nicht so geil. Gerade des Gästehauses. Weil Gästehaus. Und der obligatorische Donner. Natürlich. Ja, Dani. So ist es. So ist der Plan. Vor allem Gästehaus. Das heißt, es gibt noch ein viel größeres Haus. Das ist der Weg, wo wir hergekommen sind, oder? Hintereingang, genau. Immer schön durch den Hintereingang. Das ist jetzt ein Bild, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt in die Stube hängen. Hallo? Erste Hilfearzt, ne? Und nochmal. Zweimal auf einmal. Warum weiß ich, dass wir das gebrauchen? Komm einfach. Ja, da. Nein.
Nee, wir kaufen nichts. Sie können gehen. Nein, habe ich gesagt. Ja, wir kaufen nichts. Bist du jetzt ruhig? Ach, Tschutsch. Was ist denn jetzt? Alter, Zeugen Jehovas oder was? Die sind auch immer so aufdringlich. Hallo? Ja, der Donner auch noch, na klar. Na freilich. Hast du gedacht, Tom? Hast du gedacht? Ja, hast du dir so gedacht, mein Freund? Haha, nix da. Lass das hier doch eigentlich rein. Aus. Alter, die schmeißt mich die Treppe hoch. Was ist mit der Frau? Die hat ein Messer, Alter. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Auf. Bist du bescheuert? Frau, Alter, was du in der Macke? Hör auf. Damit Spieler, servus. Alter, hast du einen Schatten oder was? Warte. Au, 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 oh, ja, greif auch in die Klinge. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Spieler, einen wunderschönen guten Abend. Servus. Was zur Hölle bist du, Mia? Alter, sie hat uns erstmal voll die Klinge in den Wanz gesteckt. Oh, brech mir nicht die Hand, auf die Macke. Boah, was? Alter, Mia, du hast wohl eine Vollmacke, oder was? Ich bin tot, Ethan! Ich kann nie vorgehen. Siehst doch nicht mehr ganz so frisch aus. Oh ja, böses Mädchen. Ja, ja. Jetzt gibt's. Oh, ich. Immer schön auf die Nase. Alter, hast du eine Macke, du Kleiner. Einmal. Auf! Die Nase! Tüdelü. Spieler, ich hab's auch gespielt, ich hab's aber nie durchgespielt. Ich hab vielleicht ein Viertel gespielt. Ich hab alleine Schiss. Ja, okay. Ich bin mit noch aufs Telefon. Hier ist gähnende Leere. Ganz böses Mädchen. Böses Mädchen. Aus. Pfui. Mach Platz. Alter. Dürftest du echt nicht herkommen wollen? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt.
Holst du dir das neue COD? Werde ich machen, aber wahrscheinlich nicht gleich. Ich habe erstmal so viele andere Projekte, die ich noch spielen möchte. Ich werde es mir holen, aber ich werde es mir nicht zum Release holen. Also, das heißt, ich werde es mir nicht zum Geburtstag holen. Das auf keinen Fall. Das glaube ich nicht, weil da ich direkt zum Geburtstag eh nicht spielen werde, weil wir da eh weggehen. Und ich weiß nicht, ob ich es dann... Ich denke mal erst so Ende November, Mitte, Ende November, denke ich mal, werde ich es dann auch anfangen. Aber den Schocktober möchte ich nämlich noch rausziehen, weil das heißt, der Schocktober, der wird sich eh verlängern. Weil ich glaube nicht, dass ich mit dem, was ich vorhabe, durch werde bis Ende Oktober. Auf keinen Fall. Okay, hier ist nichts. Aber ja, ich hole es mir dann. Ach ja, hast du auch recht. Ja, ich kann nur zuschauen, wenn ihr zockt. Mia. Die ist weg. Jetzt bin ich Huckleberry Finn und Mia ist weg. Warum ist Mia weg? Jetzt ist die Tür auf. Okay. Ich würde sagen, Mia hat sich mal verkrümelt. Hier brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. Dann aus dem Grund, das haben wir erst geguckt, wir brauchen ja die Sicherung hier. Genau. Hatten wir die Kassette gesammelt? Nee, noch nicht, ne? Nee. Noch nicht. Der Bolzenschneider, na klar, na freilich. Der Bolzenschneider, das war doch hier der eine Schrank, der noch zu war, ne? Genau. Ah, hier, die super leckere, hygienische Krankenhausküche hier. Na, der Bolzenschneider, siehst du. Da war doch, glaube ich... Wir kommen da wieder rein, muss noch lernen. Alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass das Lernen nicht so schwer fällt. Ansonsten bis später. Danke fürs Reinschauen. So. Wer ist denn da hier rumgekrochen? Hm? Ihr wisst wohl nicht, dass ich Hausbesetzer bin. Raus aus meinem neuen Haus. Wir wollten die Sicherung. Genau, die Sicherung. Ich war schon wieder... Zack, zack. Nice. Die Sicherung war, glaube ich, für den Dachboden, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Dass du nicht tun darfst! Das Bad verdammt will! Zieh raus das Ding, Alter! Zieh raus, Eve! Alter! Zieh jetzt raus das Ding! Sehen wir mal, was du Alter, du Miststück! Ja, lustig! Prima! What the fuck, Alter? Boah, hab ich voll gefühlt, ja, definitiv, Alter! Alter, du hast wohl nicht mehr alle, oder was? Oh, da hängt voll da. Oh. Ich hab ja meine Hand wieder. Alter! Aha, ohne Arme keine Kekse, Junge. So sieht's nämlich aus. Alter, Verwalter, leck mich doch am Arsch. Ja, und nu? Krieg ich meine Hand wieder dran? Gar nicht. Das war's.
Alter, ich würde durch die Bude schreien drum laufen. Ich hätte mir ein Stimmelchen gedrückt, so. Ist die Kassette? Ist die Kassette? Kassette, 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 Kassette. Jetzt mal speichern. Das ist immer so ein kleiner Moment der Sicherheit. Kassette, Kassette, wir haben die Kassette noch nicht gesehen. Alter, ey. Ey, das ist mir auch klar, aber ich wollte gucken, ob ich meine Hand irgendwie wieder dran kriege. Ja, das ist meine Hand. Genau, untersuchen. Das ist toll. Ich hätte sie gerne dran gekriegt. Time. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Gewesen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lang soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Andre? Andre! Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy... Du bleibst bei mir. Ich hatte nicht vor, woanders hinzugehen. Was war das denn? Hast du es gehört? Wir gucken, los. Wir gucken. Na komm, trau dich. Andre! Komm, ich schubst dich auch. Und rein. Wo zum Teufel ist der?
Andre, wo bist du, Mann? Andre! Andre! Mir fehlt auch schon die Sicherung. Das ist schon 2 Jahre her, oder wie wir gelesen haben. Hat sich jetzt nicht so... Soll das ein verdammter Witz sein? Jupp. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Danke. Wir gehen halt. Genau. Ja. Lass mich raten. Du erwartest was von mir? Hm? Du zuerst. Ja klar. Auch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Freilich. Na klar. Na los. Was kann uns erwarten als der Tod? Was siehst du? Was ist? Hör mich nicht so an. André? Okay.